Hallo, heute schauen wir uns an, was man braucht, um überhaupt programmieren zu können. Also was brauchen wir, dass wir eigentlich Code schreiben können? Und was kann ich da empfehlen? Also was sollte man benutzen? Dazu habe ich hier jetzt schon mal ein Programm aufgemacht. Das ist der bekannte Editor von Microsoft, mit dem wir theoretisch coden könnten. Wenn ich jetzt was eingeben würde, zum Beispiel, keine Ahnung. HTML, bla bla bla. Da müsste ich immer alles selber schreiben. Bla bla bla, HTML wieder zu. Und Programmierer sind eigentlich faul. Wir wollten eigentlich, wenn wir das hier, das obere schreiben, dass automatisch das untere generiert wird. Also würde ich diesen normalen Editor von Microsoft jetzt nicht empfehlen. Und den Notepad ⁇ der ist ja auch von Microsoft, das würde ich eigentlich hier an dieser Stelle auch nicht empfehlen. Schließe das jetzt mal. Und dafür habe ich jetzt einen Ersatz. Das ist Visual Studio Code. Das ist auch von Microsoft. Und schauen wir uns den einfach mal kurz an. Laden wir jetzt den herunter für Windows. Wenn ihr für Mac seid, dann könnt ihr das einfach unter Mac downloaden. So. Jetzt lädt das schon runter. Dann mal öffnen. So, und wenn ihr es nicht downloaden wollt, aus keine Ahnung welchem Grund, dann könnt ihr einfach hier auf www.vscode.dev gehen, dann habt ihr exakt das gleiche. Also, das ist der Start hier, hier könnt ihr Dateien anlegen und dann einfach hier mal. Das ist einfach die Startseite. Ich mache einfach mal das mit dem Impressum hier zu. Und ja, schauen wir uns das Ding gleich an. Also ihr könnt hier exakt das gleiche machen. So, wenn ihr ein paar Videos nach mir nachbaut, könnt ihr das hier online auch machen. So, in 6 Sekunden noch. Dann öffnen. So. Dann kommt dieses Fenster. Dann müssen wir das akzeptieren. Dann fragt er, wo es downloaden soll. Weiter. Dann, ob er eine Verknüpfung erstellen darf. Richtig. Desktop Support kann er auch erstellen. Weiter. Dann installieren. So. Fertig. Jetzt öffnen wir hier das. Ich werde mal kurz den Detail anlegen. Datei jetzt umbenennen auf eine HTML-Datei. Das erkläre ich aber im separaten Video nochmal. Ich möchte nur kurz den Vergleich zeigen zwischen dem Editor hier und dem anderen. Also wenn ich jetzt nochmal zum Vergleich Editor öffne und hier jetzt meinen Code schreiben möchte, könnte ich hier einfach TML schreiben, Enter klicken und er generiert mir automatisch das andere Tag, also das schließende Tag. Wenn ich das hier machen möchte, der das schließt, muss ich den Rest auch selber schreiben. Also der schließende HTML. So, warum sollte man das rechte jetzt nutzen und nicht das linke? Das linke wäre einfach noch praktischer, weil ich Plugins hier auch installieren kann, die was mir noch mehr helfen beim Coden, beim Entwickeln und so. Und hier muss ich einfach alles selber schreiben. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt statt dem M mich vertippe und N klicke, wäre jetzt hier nicht so schlimm, aber wenn ich es hier machen würde,
Dann würde er einfach sagen, ach ja, jetzt machen wir N draus. Sollte es ja eigentlich unterwählen. Aber er sagt hier, also deswegen ein Plugin, er ändert es gleich ab auf beiden. Aber normalerweise, wenn ich jetzt irgendwas einen Code schreiben würde, dann würde er irgendwann sagen so, hey, das ist falsch, das kenne ich nicht so. Sag mal, ist das richtig oder wird es korrigiert? Und hier zum Beispiel, wenn ich hier was ändere und hier steht jetzt bla 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 auf dem Code drinnen und das schließende Tag ist jetzt erst hier unten, dann kann ich nicht vergleichen, ob jetzt oben, weil ich hier nicht immer was oben ist und was unten ist. Und deswegen sollte man das hier nutzen. In den nächsten Videos werde ich euch da Plugins erklären und was man alles noch machen kann mit VS Code. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Thank you.